Der Tag des Endes der Welt kommt. Die gesamte Menschheit ist fast ausgestorben. Der Grund für diesen Vorfall waren Hightech-Roboter. Wir sehen, wie nach der vollständigen Ausrottung der Menschheit ein gewisses autonomes Zentrum der Wiederbesiedlung der Menschheit in Gang gesetzt wird, in dem etwa 60.000 menschliche Embryonen gelagert werden. Von Menschen geschaffene Roboter haben alle ihre Schöpfer ausgerottet, um die Menschheit ohne Fehler neu zu erschaffen. Der Geist der Roboter wollte einen neuen Menschentyp schaffen, einen Menschen mit außergewöhnlichen intellektuellen Fähigkeiten, mit entwickeltem Denken, einem neuen Blick auf eine neue Welt. Wir sehen, wie der Roboter Mutter beschließt, den ersten Menschen auf diesem Planeten aufzuziehen. Die Mutter entnimmt den Embryo und schickt ihn für einen Tag in die künstliche Wachstumskammer. Und nun, nach nur 24 Stunden, verwandelt sich der Embryo in ein kleines Mädchen. Der Roboter nimmt ein kleines Kind aus der Kapsel und beginnt, ein menschliches Kind aufzuziehen. Die Mutter gibt dem Mädchen keinen Namen, sondern nennt es einfach Tochter. Das Kind entwickelt sich und wächst sehr schnell. Die Tochter macht ihre ersten Schritte, weint und lacht mit ihrer Mutter. Als sie aufwächst, lernt das Mädchen Ballett tanzen und beschäftigt sich mit ihrer Mutter mit Origami. Eines Tages fragt die Tochter ihre Mutter, warum sie das einzige Kind in diesem Komplex ist. Die Mutter beschließt, ihrer Tochter die Embryonen zu zeigen, die sogenannten zukünftigen Brüder und Schwestern. 13.867 Tage sind seit der Vernichtung der Menschheit vergangen. Die neue Bevölkerung der Menschheit auf dem gesamten Planeten umfasst nur eine Person. Das Mädchen wächst rasant und ist bereits ein Teenager geworden. Während der ganzen Zeit, die sie im Bunker verbracht hat, hat sich das Mädchen bereits an die Bedingungen und die Situation angepasst. Die Mutter unterrichtet ihre Tochter in verschiedenen Wissenschaften und sagt, dass das Mädchen in Zukunft eine sehr wichtige Prüfung bestehen muss. Die Tochter tanzt immer noch und verbringt viel Zeit damit. Eines Nachts kann das Mädchen nicht schlafen und verbringt Zeit damit, Videos auf ihrem Tablet anzusehen. Plötzlich wird der Strom in dem Komplex abgestellt. Die Tochter will nachsehen, ob mit ihrer Mutter alles in Ordnung ist, aber es stellt sich heraus, dass auch der Roboter ausgeschaltet ist. Das Mädchen findet heraus, was das Problem ist, und behebt die Panne. Die Ursache für den Stromausfall im gesamten Komplex war eine Maus, die durch elektrische Leitungen nagte. Bald startet der Komplex neu, und die Tochter zeigt der Mutter die gefundene Maus. Das Mädchen teilt ihrer Mutter ihre Vermutungen mit, dass das Leben außerhalb des Komplexes existieren kann und dass einige Menschen überleben konnten. Die Mutter ist durch solche Gedanken sehr beunruhigt. Der Roboter beschließt, die Maus zu zerstören, da das Tier aufgrund möglicher Infektionen oder Krankheiten für die Tochter und die Embryonen gefährlich sein kann. Bald hat das Mädchen Geburtstag und der Roboter schenkt ihr einen neuen Schlafanzug. Während eines festlichen Abendessens fragt die Tochter ihre Mutter, ob es eine Möglichkeit gibt, dass die Mutter sich in Bezug auf die Bewohnbarkeit des Planeten irrt und es vielleicht noch intelligentes Leben auf der Erde gibt. Die Mutter erinnert ihre Tochter jedoch nur daran, dass ihre künstliche Intelligenz bisher in nichts falsch lag. In derselben Nacht hört das Mädchen einige unverständliche Geräusche. Die Tochter zieht einen Schutzanzug an und macht sich auf den Weg, um die Quelle des Geräusches zu überprüfen. Das Mädchen hört den Schrei eines Verwundeten und beschließt, ihn zu retten. Das Mädchen legt einen Spezialanzug in die Luftschleuse und es stellt sich heraus, dass es sich um eine verwundete Frau handelt. In diesem Moment wacht die Mutter auf. Die Tochter verheimlicht, dass sie eine unbekannte Frau in den Komplex gelassen hat, und der Roboter beruhigt sich. Das Mädchen gibt der Frau Wasser und nimmt sie dann mit in den Komplex, wo sie versucht, es zu verstecken. Am Ende erfährt die Mutter jedoch von dem ungebetenen Gast. Es kommt zu einem Kampf zwischen einer Frau und einem Roboter. Doch die Tochter bittet ihre Mutter, anzuhalten und der verwundeten Frau zu helfen. Die Mutter versucht, medizinische Hilfe zu leisten, aber die Frau weigert sich, weil sie Robotern nicht traut und weiß, dass es Roboter waren, die die gesamte Menschheit ausgerottet haben. Als die Tochter diese Worte hört, beginnt sie, ihre Mutter über diese Killerroboter zu befragen. Die Mutter sagt, dass sie lügen musste, um ihre Tochter zu schützen. Das Mädchen braucht Zeit, um über diese Informationen nachzudenken, aber die Tochter vertraut ihrer Mutter trotzdem. Aufgrund der Verletzung beginnt die Frau, das Blut zu vergiften. Die Tochter muss den geretteten Gast alleine operieren. In der Wunde der Dame steckt eine Kugel. Die Frau wacht nach der Operation auf, und das Mädchen gibt der Dame etwas zu essen, und dann reden sie. Zu diesem Zeitpunkt steht die Mutter still da und schaut zu.
Am nächsten Tag beschließt die Tochter, sich nach den Zeichnungen zu erkundigen, die in dem Buch gezeichnet sind, das in den Habseligkeiten der Frau gefunden wurde. Die Dame vertraut dem Mädchen, aber nicht dem Roboter, also bittet die Frau, das, was sie gehört hat, geheim zu halten. Die Frau erzählt dem Mädchen vom Leben der Menschen außerhalb des Komplexes und sagt, dass die Roboter den Halbbruder der Frau getötet haben. Am Ende dieses Gesprächs bietet das Mädchen an, alle Überlebenden in diesen Komplex zu bringen. Die Frau will jedoch das Gegenteil tun und bietet an, gemeinsam aus diesem Gefängnis zu entkommen. Plötzlich, in diesem Moment, kommt die Mutter ins Zimmer und erinnert ihre Tochter an die Prüfung. Als sie den Raum verlassen, sagt die Mutter zu ihrer Tochter, dass die Kugel, die die Frau verwundet hat, nicht wie die Kugeln von Robotern ist. Die Mutter glaubt, dass die Frau von einer Person verletzt wurde. Aber die Tochter beantwortet die Fragen ihrer Mutter über die Frau nicht und bewahrt das ihr anvertraute Geheimnis. Bald besteht die Tochter erfolgreich die Prüfung. Dafür belohnt die Mutter ihre Tochter und gibt ihr die Möglichkeit, einen weiteren Embryo zu züchten, um den ersten Bruder aufzuziehen. Sie wählen den Embryo aus und legen ihn in eine menschliche Aufzuchtmaschine. In der Nacht desselben Tages beschließt die Tochter, die Wahrheit über die Verletzung der Frau herauszufinden. Das Mädchen schleicht sich ins Büro und öffnet die Kiste, in der die Patronen aufbewahrt werden. Die Tochter vergleicht die Kugeln und erkennt, dass ihre Mutter sie angelogen hat. Im selben Raum findet sie eine Kiste, in der die Embryonen aufbewahrt wurden, und stellt fest, dass sie nicht das erste Kind in diesem Komplex ist, sondern mindestens das dritte. Das Mädchen sieht auch Aufzeichnungen über die nicht bestandenen Prüfungen ihrer Schwestern, und in der Verbrennungsanlage findet sie den Knochen eines menschlichen Kiefers. Was sie gesehen hat, schockiert das Mädchen und sie beschließt, mit der Frau darüber zu sprechen. Sie besprechen erneut den Fluchtplan, aber nun will die Tochter noch ein wenig bis zum Morgen warten, um ihren Bruder mitzunehmen. Am nächsten Tag packt die Tochter für die Flucht zusammen, aber die Mutter bemerkt es. Die Tochter lügt den Roboter an und sagt, dass all diese Dinge für ihren Bruder benötigt werden. Dann nimmt die Mutter ihre Tochter mit in die Küche und sperrt sie dort ein. Der Roboter geht zu der Frau und teilt ihr mit, dass er von ihrem Fluchtplan weiß und sagt, dass er seine Tochter nicht loslassen wird. Die Mutter wendet sich ab und eine Frau mit einem Messer in der Hand greift den Roboter an. Zu diesem Zeitpunkt kommt die Tochter aus der verschlossenen Küche und schaltet den Feueralarm ein, um den Roboter abzulenken. Die Mutter verlässt die Frau und rennt los, um nach der Ursache des Alarms zu suchen. Nach einiger Zeit findet die Frau das Mädchen und sagt, dass sie hier raus müssen und bietet an, ihren Bruder abzuholen, nachdem sie zu den Leuten gekommen sind, die ihnen helfen werden. Doch gleich am Ausgang überholt sie einen Roboter und versucht, sich einzumischen. Dann hält die Frau dem Mädchen ein selbstgebautes Messer an die Kehle und sagt, dass sie ihre Tochter verkrüppeln wird, wenn der Roboter sie nicht loslässt. Die Mutter schätzt ihre Tochter und willigt schließlich ein, sie aus dem Komplex zu lassen. Zum ersten Mal begegnet die Tochter der Realität außerhalb des Bunkers und greift die Frau an. Die Frau beruhigt das Mädchen jedoch schnell und sagt, dass sie Unterschlupf finden müssen. Unterwegs versuchen die Roboter, sie zu fangen, aber unseren Helden gelingt die Flucht. Unsere Helden machen sich auf die Suche nach Menschen, die ihnen helfen können. Nach einer langen Reise finden sie sich mit einem riesigen versunkenen Schiff am Strand wieder. Tochter sieht das Meer zum ersten Mal live. Es stellte sich heraus, dass die Frau mit einem Hund in einem der Container vor der Küste lebt. Die Frau sagt, dass sie vor den Leuten weggelaufen ist, weil alle Menschen verhungert sind und angefangen haben, verrückt zu werden und sich gegenseitig zu fressen. Eine Tochter, die vom zum Scheitern verurteilten Leben einer Frau getroffen wird. Das Mädchen fühlt sich schrecklich, dass sie ihren Bruder im Bunker zurückgelassen hat und beschließt, zurückzukehren. Die Frau versucht, das Mädchen zu überzeugen, aber alle Versuche sind erfolglos. Als sich die Tochter dem Komplex nähert, wird sie von feindlichen Robotern umzingelt. Das Mädchen bittet darum, mit ihrer Mutter sprechen zu dürfen, und dann lassen sie das Mädchen ruhig passieren. Wenn die Tochter drinnen ist, prüft sie, ob alle Türen geschlossen sind und versetzt sie in den manuellen Modus. Dann nimmt das Mädchen eine Axt und geht zu ihrer Mutter und ihrem Bruder. Das Mädchen will näher kommen und ihren Bruder sehen. Die Mutter erlaubt es ihrer Tochter, aber unter der Bedingung, dass die Tochter die Axt senkt. Zu diesem Zeitpunkt beginnt der Roboter zu erklären, warum es notwendig war, die Menschheit neu zu erschaffen. Die Tochter beschließt, die Axt zu senken und näher zu ihrem Bruder zu kommen. Das Mädchen erinnert ihre Mutter daran, wie sie ihre früheren Kinder behandelt hat. Die Tochter nimmt abrupt ihren Bruder in den Arm und rennt aus dem Zimmer, ihre Mutter in der Tür haltend.
Die Tochter rennt nach der Waffe, während der Roboter versucht, sich zu befreien. Schließlich richtet das Mädchen eine Waffe auf den Roboter und befiehlt ihrer Mutter, den Rest der Roboter aufzuhalten. Dann erklärt die Mutter, dass es keinen Unterschied zwischen ihr und anderen Robotern und Maschinen auf dem Planeten gibt, weil sie alle Mutter sind, ein einziges Bewusstsein mit zahlreichen Körpern. Die Tochter senkt die Waffe und erkennt, dass die Mutter wirklich alle anderen Menschen auf dem Planeten getötet hat. Die Mutter schlägt ihrer Tochter vor, entweder zu bleiben und ihren Bruder gemeinsam großzuziehen oder ohne ihn zu gehen. Die Tochter bietet eine dritte Option an, sie wird sich selbst um ihren Bruder kümmern und bittet ihre Mutter, ihr eine Chance zu geben, zu zeigen, wozu sie fähig ist. Der Roboter sagt, dass das Mädchen keine Mutter mehr braucht. Danach schießt der Roboter auf seinen Prozessor und fällt zu Boden. Zu diesem Zeitpunkt findet eine Frau, die am Strand geblieben ist, einen Tracking-Sensor, den ein Roboter an ihr angebracht hat. Plötzlich betritt ein Roboter den Container und erzählt der Frau, dass sie eines der Kinder war, die vor ihrer Tochter geboren wurden. Dann sagt der Roboter, dass die Frau ihre Aufgabe erledigt hat und schließt den Behälter. Zu diesem Zeitpunkt schaukelt das Mädchen im Embryonenzimmer ihren Bruder und singt ihm ein Schlaflied. Am Ende des Films schaut ein Mädchen auf einen Gefrierschrank mit tausenden von Embryonen und erkennt, dass sie einen Sinn im Leben hat. An dieser Stelle endet der Film. Vielen Dank an alle, die sich dieses Video bis zum Ende angesehen haben. Geben Sie diesem Video einen Daumen hoch. Schreiben Sie in die Kommentare, was Sie von diesem Film halten, und tschüss alle.